Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Mein Name ist Christoph von der Firma Autopartner und ich war lieb, weil ich sitze hier nämlich vorne. Ich hoffe, ihr wart auch lieb. Man kann, glaube ich, sehen oder erahnen, wo ich drin sitze, weil wenn man hier so eine Scheibe hat und so einen dicken Stahlrahmen drumherum, kann man eventuell vermuten, in was für einem Auto ich sitze. Ich sitze in einem Chevy Impala, aber nicht in einem normalen Chevy Impala, sondern ich nehme euch jetzt mal ein bisschen mit hier und lasse euch mal ein bisschen Rätsel raten. Was könnte das denn sein? Was könnte das denn sein? Worin könnte ich denn wohl sitzen? Ich sitze in einem ehemaligen Polizeiauto. Und zwar ist das halt aus Los Angeles ein ganz altes Polizeiauto. Basis, wie gesagt, ist ein Chevy Impala mit einem 5,7 Liter Motor. Wir haben halt öfter mal Polizeiautos hier gehabt. Das sind aber meistens die etwas jüngeren, die Ford Crown Victoria oder die Basis Ford Crown Victoria. Das ist jetzt ein ganz altes Schätzchen hier. Da haben wir auch mal, weil der soll ja nicht mehr wegfahren, diese Kralle schon mal dran gemacht. Die ist jetzt natürlich nicht fest. Diese Kralle, dieses orangene Dingen, das kennt ihr sicherlich aus den Filmen oder aus vielen amerikanischen Polizeifilmen. Das war eigentlich im Kofferraum. Und zwar hier. Da ist diese Halterung, da steckt das Ding nämlich drin. Wir haben euch das jetzt schon mal dran gemacht. Das ist jetzt auch nicht fest. Da ist nämlich eigentlich ein Schloss vorne dran. Das heißt, das müsst ihr euch vorstellen wie so eine riesengroße Zange. Das ist halt der große Teller hier. Der kommt vorne auf die Felge. Und dann ist da unten der andere Teil der Zange, den du halt über die Feder hier aufmachen kannst. Und dann kann man das halt so groß ziehen quasi. Dann macht man das um den Reifen und dann schnackt das zusammen. Und dann ist da unten, hier drin, ist das Schloss. Und dann kann ich das abschließen und dann fährt der keinen Meter mehr. Da wir alle lieb waren, können wir das gleich einfach wieder abmachen und dann eine Runde fahren damit. Das blaue Licht funktioniert natürlich oben nicht, ist natürlich abgeklemmt. Ich habe euch ja die Konsole gezeigt, hier vorne. Das funktioniert natürlich nicht, so wie es sich gehört. Geht das nicht mehr. Ihr müsst euch jetzt aber vorstellen, ihr werdet jetzt verhaftet. Dann ist euer Hauptproblem, dass ihr verhaftet werdet. Euer nächstes Problem ist aber, wenn ihr dann in dieses Auto gesetzt werdet oder euch in dieses Auto setzen müsst, wo sollen eure Knie hin? Und wo soll eure Hüfte hin und alles, was ihr so bei euch habt? Geh mal im Rum. Also ich bin 1,80, ich bin jetzt kein übergroßer Mensch, aber ja, da habe ich mir das Knie auch schon gestoßen, das ist super genial. Oh, das... Ich war ja mal Gummipuppe, ja. Gummifigur in meinem ersten Leben. Also, wenn ich jetzt einmal drin bin, geht es vom Sitzen, aber ich habe mir schon das Knie gestoßen, das tat schon weh. Wenn ich mir jetzt vorstelle, dass mich jetzt ein Polizeibeamter begleitet, während ich mich hier reinsetze und ich meine Hände nicht habe, um mich abzustützen, dann tut das weh. Das kann ich mir vorstellen. Und dann ist das auch nichts hier vom Platz, um damit jetzt 3 Stunden in den Urlaub zu fahren. Aber will man ja auch nicht. Dann habe ich noch eine Sache, die zeige ich euch mal eben. Ach, ich muss mich mal eben hier aus diesem Auto rausschälen. Bin gleich soweit. Ach, da habe ich doch das Ding hier lieber. Da kann ich wenigstens vernünftig drin liegen. Ich habe eine Frage an euch. Wenn das irgendjemand sieht, der das vielleicht weiß und in die Kommentare schreiben kann, dann würde ich mich sehr darüber freuen. Und zwar ist hier im Kofferraum dieses Gestell. Ich weiß nicht genau, ich habe eine Vermutung, was das ist, weil Unloaded Weapons Only... Meine Vermutung ist, dass das irgendeine Halterung war für ein Gewehr oder für eine Schrotflinte
oder was auch immer. Ich bin mir aber nicht sicher und würde das gerne in Erfahrung bringen. Vielleicht ist jemand dabei von euch, der das Video sieht, der mir diese Frage beantworten kann. Das war kurzer Einblick in das Polizeileben. Und to protect and to serve ist, glaube ich, bis heute der Schriftzug, den die bis heute auf ihren Autos haben. Auch das könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben, wenn ihr da genauere Infos habt oder genauere Sachen wisst. Ich lerne mal gerne dazu. Ja, das war kurz und bündig. Immer schön nett und freundlich bleiben, sonst sitzt ihr irgendwann nämlich hinten. Und das war's schon wieder. Danke fürs Zuschauen. Bleibt gesund, bis zum nächsten Mal. Ciao.